Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 11 meines Let's Plays zu Mario & Rabbids Kingdom Battle. Ich bin euer Mr. Bieber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Eskortiere Toad. Gut, wir müssen einfach nur beim Ziel ankommen. Beschützt Toad. Er ist unbewaffnet, kann also nicht angreifen, sondern sich nur bewegen. Wir müssen dafür sorgen, dass Toad andere Seite des Schlachtfelds halbwegs unversehrt erreicht. Es werden ständig weitere Gegner auftauchen und wenn Toad zu viel Schaden nimmt, verlieren wir. Ja, verstehe das. Toad, mein Lieber. Wir marschieren vor, wir marschieren nach. Kann der eigentlich den Sprung nutzen? Kann ich nicht. Na gut, macht nichts. Peach ist zu weit weg. Ich steck mich hier. Feuer einfach mal auf. Gut Glück hin. Hat funktioniert. Let's go! Bringt nichts. Bringt nichts. Ich kann höchstens, ne, kann ich nicht. Wir probieren es einfach. Gut, ihr seid dran, Jungs. Oh yeah, golden. Richtig. Immer auf die kleinen Toads. Der ist so frei, ne? Der ist so open field. War dumm von mir. Na gut, 0%, da passiert gar nichts. Der Riese macht mir noch Sorgen. So, was machen wir mit Toad? Ich glaube, den lassen wir mal hier. Nein! Und damit ist Toad gleich weg. Ja, moin. Rätschen wäre wichtig. Kann ich nochmal? Egal, wir positionieren Mario hier. Ich könnte feuern. Ich aber gar nicht. Ich möchte. Ihn treffen. Er bückt sich sogar für mich. Das ist aber nett. Ja. Wichtig. Boah, in der Luft. Was für ein Scharfschütze. Tschüss. Ja, da hinten machen wir noch Sorgen. Was ich jetzt aber mache, ist, ich werde auf ihn feuern, dann kommt er zu mir. Oh mein Gott. Den habe ich so aus dem Leben katapultiert. I'm a winner. Winner, winner, chicken dinner. Leider ist dieser Große nicht weg. Bisschen gedodged. Richtig. So ein Hampelmann. Aber nicht getroffen. Okay, wenn ich mich bewege, schießt er. Autsch.
Deswegen wollte ich, dass er zu Luigi geht. Luigi hätte das aushalten können. So. Ich bin ja nicht blöd. Bin nicht blöd. Genau deswegen. Er darf Toad nichts antun. Deswegen erst Feuer auf ihn. Aua. 136. Nichts. Oh, ich kann ja noch laufen. Kann ich nicht umgrätschen. Riechen mit der Pistole 100% ja. Aber wichtig. Tod ist ungeschützt. Nicht gut. Der Bombenhaini ist auch noch da. Und rauf auf Toad. Gut. Aber dann hätte ich es geschafft. Jetzt muss PJs weg. War nicht gut, muss ich ehrlich zugeben. Wir liegen zwar in den Zügen, aber Mario ist auch umgegangen. Leider. Nur Silber. Aber beiden. Münze, dankeschön. Interessantes. Ah, jetzt sind wir wieder hier, wo ich vorhin nicht durchkam. Abschnitt 4. Ich hab vorhin nochmal Kapitel gesagt. Abschnitt natürlich. Oh nein, das nächste Kampffeld. Und. Ah, Mario ist wieder fit. Alright. Eskortiere Toad. Das ist ein Riesenfeld. Ah, das ist das wieder, ja. Wird kritisch. So, mit wem fangen wir an? Nee, warte mal. Mit dem Peach. Feuern drauf. Den hat's weggepustet. Dann nehmen wir Mario. Teamsprung. Auf ihn drauf.
danach so ein bisschen Entdeckung. Ist da noch der Bomben-Heini? Perfekt. Luigi, my friend. Macht so ein bisschen auch Schutz. Okay, okay. Rabbit Peach hat viel abgehalten. Wegen dem Schutzschild. Nee, nee, mein Freund. Du bleibst hier. Er flüchtet. Müssen wir eigentlich hin? Wir müssen da wieder runter, ne? Wo ist klein Peach? Peach ist jetzt mal ungeschützt. Müsste ihn theoretisch weghauen. Er muss weg. Nee, die verwende ich jetzt nicht. Gut, dann sind die Gegner dran. Wie, keine Gegner? Wo führt das Rohr hin? Kann keiner sagen. Oh nein, Grobian. Nee, das hilft mir nicht, aber da könnte ich hin. Yeah.
Ich bleib hier mit Peach. Ian. Die kriegt zwar ein bisschen was ab, aber ist okay. Wieder auf den kleinen Mario. Wir laufen erst mit Peach. Genau deswegen. Toadle. Freund. Hätte mit ihm durch den Tunnel laufen sollen. Ah! Ärgerlich. Die Richtung ist korrekt, ja. Hier schon mal besiegen, bekämpfen meine ich. Ja, kann man machen. Er wird noch nicht zu mir herankommen. Nee. Richtig. Oh yeah, Mario time. Und Mario hinterher. Er ist sauer. Kann leider nicht schießen. Leider nicht. Tod die volle Breitseite ab, ne? Ja. Egal, kann er ab. Schade, dass Tod nicht so weit laufen kann. Bereitet er sich auf einen Schuss vor? Peach Baby, was ist mit dir los? Lauf mal ein Stückchen. Bitte gut. Hat nicht gereicht. Ich hätte drauf achten müssen. Unnötig. Unnötig. Peach ist weg. Nee, doch nicht. Toad muss weg. Er hat nur noch 18. Er hat nur noch 18. Ich muss in Schutz hier irgendwie bleiben. Er trifft 100%. Das ist gut. Kann nicht schießen, bringt nichts. Er ist so open field. Ja, eine Runde noch, er ist weg. So, jetzt müssen wir überlegen. Peach darf ich nicht verlieren. Mario hat noch Leben. Sucht der, der mich hitten kann? Der, ne? Ach, nichts.
bringt so gar nichts. Egal, einfach nur ein bisschen erschrecken. So, Luigi, du gehst mal hier hin. Machen wir mal. Das nächste Runde fährt er dahin, ne? Ich glaube, Toad ist jetzt weg. Schön, dass wir das Auto feuern. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mit Tod weiter abhauen. Und hier mit Princess. Die auch gleich ziemlich easy. Treffe ich überhaupt irgendwas? Ich versuche es. Nur war Versuch wert. Kann ich nicht. Kann laufen. Ja, Mann. Weggehittet. Und sie kann nichts weiter. Nächste Runde. Er hat das Auto als Gegner. Schade, egal. Den schießen die. Ja. Prinz ist weg. Ist halt so. Muss mich bewegen. Sehr gut. Das Auto ist so ein Game Changer. Hab nur noch Mario, ne? Gut. Jetzt fahren die eh aufs Auto. Auto ist ein guter Ablenkungsmanöver. Ganz gutes. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich hier wegkomme. Aber ganz schnell weg hier. Da hinten. Ich werde nicht zu weit laufen. Liegt nichts. Oh yeah, Mario time. Ich werde mich als Schutz da noch hinstellen. Liege beim Freundchen. Ja, einer weniger. Nein, Tod ist weg. Wir haben es nicht geschafft.
hab's nicht geschafft. Nein. Und damit ist das Ende dieser Folge erreicht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Würde mich sehr freuen. Besucht mich gerne auch mal auf Twitch, da bin ich regelmäßig live. Da entstehen diese Videos hier. Auf Instagram bin ich auch aktiv. Da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen, wenn ihr mögt. Da werdet ihr über alle Neuigkeiten informiert, was ich so spielen werde. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.